jetzt absolut souverän aufgespielt, muss ich sagen, Buschi. Und der Aufstieg ist damit natürlich so gut wie sicher. Vielleicht ist sogar der Titel noch drin. Und da sehen wir sie, die Startaufstellung des SSC Neapel. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Und so tritt der BVB heute also an. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Flanke jetzt. Weiter gefährlich. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Führung damit für den BVB. Das macht er super mit Technik. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das muss der Ausgleich sein. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Witzel. Und jetzt Reus. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Marco Reus. Der BVB macht den Treffer. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jadon Sancho. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Da muss er flanken. Geht er rein? Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Kommt jetzt die Flanke rein? Alan, der muss natürlich ein bisschen genauer kommen. Dann wäre es eine gute Möglichkeit geworden. Piotr Zielinski. Und nun Witzel. Dortmund über außen. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Da gewinnt er den Zweikampf. Napoli über den Flügel. Jetzt haben sie Platz. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Toller Pass. Achtung jetzt. Das macht er stark. Jetzt können sie klären, hätte sonst gefährlich werden können. Klasse Pass. Steil gespielt, gute Idee. Und jetzt der Schuss. Der BVB mit dem Tor. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Fabian. Mertens. Mertens mit dem Pass. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Insigne. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. José Caichon. Witzel. Philipp. Schöne Aktion. Steilpass kommt von Reus. Und das Tor! Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Nun Paco Alcácer. Tolles Zuspiel. Caichon jetzt. Er versucht's. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Da ist die Flanke.
Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos, aber die Parade vorher, Puschi, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz starke Szene. Napoli über den Flügel. Jetzt haben sie Platz. Hart, aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Vollgepfiffen, Freistoß für die Borussia. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Da kommt der Versuch. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Und da ist der Ball wieder weg. Mertens kann es machen. Kein Jubel, kein Gesang, nichts kommt mehr von den Rängen. Ja, die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel und die Fans lassen sich jetzt davon anstecken. Dabei brauchst du genau in dem Moment die Unterstützung der Anhänger. Das könnte die Spieler noch mal pushen. Jetzt der Versuch. Das ist noch gefährlich. Gut geklärt, das war wichtig. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Den Ball kann er abfangen. José Caichon. Schönes Zuspiel. Alan. Schöner Pass. Da zieht er ab. Mertens mit dem Treffer. ...4-1 jetzt also. Napoli, goal! Number 14. Und sie waren klar überlegen in der ersten Hälfte. Und jetzt laufen die zweiten 45 Minuten. Die erste Hälfte war eine klare Angelegenheit. Ich bin gespannt, ob sie noch mal ins Spiel zurückkommen. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. José Caichon, was macht er? Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Christian Pulisic. Reus. Jetzt Marco Reus. Reus, was macht er draus? Er trifft den Pfosten. Wir sehen es den Mienen der Spieler an. Dieser Alu-Treffer gerade, der sitzt tief. Marco Reus. Klasse Zuspiel. Er ist noch heiß. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Die Szene eben, also den Ball muss er erstmal halten, hat er klasse gemacht. Mertens mit dem Pass. Den spielt er steil. Er zieht ab. Knapp vorbei am Tor. Guter Versuch. Trotz der Führung gibt es einen offensiven Wechsel. Ich finde das ja gar nicht so schlecht. Je weiter der Ball weg vom eigenen Tor ist, desto weniger kann passieren. Wie siehst du Dries Mertens in diesem Spiel bislang? Mit seiner eigenen Leistung kann er zufrieden, einverstanden sein. Hat sein Tor gemacht, aber sie laufen diesem Rückstand hinterher. Und jetzt haben sie den Ball. Zielinski. Jadon Sancho. Nun Götze. Jetzt müssen sie aufpassen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Mertens mit dem Pass. Gute Idee, dieser Ball. Da haben sie gut aufgepasst. Achraf Hakimi. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jadon Sancho. Philipp. Ja, das sieht gut aus. Pulisic.
Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Der Ball war abgefälscht, also gibt's Ecke. Götze mit der Hereingabe. Da kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Und noch ein Eckstoß. Ecke Mario Götze. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Jetzt muss er aufpassen. Es gibt gelb gegen den BVB. Ja, und das Foul war gelbwürdig. Jetzt darf er sich nichts mehr erlauben. Dries Mertens. Die Mitspieler bieten sich an. Ball ist draußen. Es gibt Abstoß. Delaney. Paco Alcácer. Klasse Pass. Achtung jetzt. José Caixón. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Der Pass kommt an. Da ist er heute extrem sicher. Mertens mit dem Pass. Da kommt der Steilpass. Sie wollen wieder rankommen oder zumindest nicht komplett untergehen. Dann Axel Zagadou. Fabian. Da trennt er ihn fair vom Ball. Ballverlust. Er schießt. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Da kommt die Ecke. Und die Situation geklärt. Zielinski. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Nun Paco Alcácer. Paco Alcácer. Zielinski. Fabian. Und nun Mertens. Guter Pass jetzt. Klasse gespielt. Elfmeter, ganz klar. Und dann zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben. Er macht das Tor. Guter Elfer. Ganz souverän verwandelt, dieser Elfmeter. Dem Druck stand Karl Elver verwandelt. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Alan. Ah, oh, da geht er vorbei. Alcácer. Super Tor. Geht in den Winkel. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Und da ist der Ball wieder weg. Christian Pulisic. Dortmund über außen. Alan. Schönes Zuspiel auf Dries Mertens. Der Pass, nichts zu halten hier. Mehr als ein Tor für die Ehre wird das wohl nicht gewesen sein. Aber immerhin, es wird ein bisschen versöhnlicher. Und den Spielstand möchte ich nochmal betonen. Er steht 5:3. Jetzt vielleicht. Paco Alcácer. Ein fantastisches Tor. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Piotr Zielinski. Und wieder ein super Tackling von ihm. Gute Leistung. Delaney. Das frühe Stören jetzt. Sehr gut aufgepasst. José Caixón, was macht er? Phänomenal! Ohne Worte! Also am Ausgang dieses Spiels wird dieser Treffer wohl nicht mehr viel ändern.
Zu spät, um jetzt noch eine Aufholjagd zu starten. Dafür ist der Abstand zu groß. Aber